Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh, Majoran, gib mir Kraft. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit, ich zeig es dir. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginald Aubry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclercs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Wie
Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Es wird alles. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute, sofern einer davon keinen Wein trinkt. Drei Wämser habe ich und in keinem davon kann ich mich zeigen. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Rüpel! Der Geruch führt zu dieser Tür. Lieber vor Trunkenheit sterben als vor Langeweile. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, was ist denn nicht? Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ganz ruhig. Ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut, das ist schon klar. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein.
hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter? Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1, 2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Mein Fahren verbannt. Besuch dieses Hexers zu tun. Hallo. Alles in Ordnung. Die Wasser sind tief. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus.